Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kleidermädchen. Ich bin zurück und das mit doppelter Motivation und mit den gewohnten Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Wer hätte das gedacht? Aber nicht nur den, denn es gibt eine kleine Neuerung. Ich werde ab sofort auch Weekly Vlogs hier auf dem Kanal mit zeigen, denn mein Alltag ist, obwohl er eigentlich nur hier noch stattfindet, nie langweilig. Also zumindest ist mir nie langweilig und ich hoffe, euch wird es auch nie langweilig beim Zusehen. Aber darum soll es halt gar nicht gehen, denn ich habe mir zum Einstieg überlegt, dass ich mit euch einen Modetrend teilen möchte, der im 2020 quasi auferlegt wurde und ins Jahr 2021 mit übergeschwappt ist, den ich eigentlich super finde und den ich auch nicht mehr wegdenken möchte. Und ja, es geht um das großartige Thema Loungewear, denn sind wir doch mal ehrlich, was tun wir gerade alle? Wir loungen. Wir loungen im Homeoffice, wir loungen auf dem Sofa, wir loungen im Bett, wir loungen beim Spazierengehen, wir loungen beim Kochen, wir loungen beim Sport. Ach nee, da lounge ich noch nicht, aber davor und danach auf jeden Fall. Und genau deshalb finde ich, dass Loungewear ein Gespräch mit euch wert ist. Genau. Ich möchte euch heute meine drei liebsten Lounge-Styles hier vorstellen und wie ich sie kombiniere, wie ich sie untereinander mixe, wie ich sie auch mal schick kombiniere, wie ich sie trage, wenn ich dann doch mal außer Haus gehe. Und ja, was soll ich sagen? Wir verlieren keine Zeit und legen gleich mal los. Das erste Set, das ich euch vorstellen möchte, ist von Metz Kopenhagen. Das ist ein Brand aus Kopenhagen, wie der Name schon sagt, und es ist in einem wunderschönen Cognac Beige Ton. Ich mag die Details wie die weiße Kordel, die Aufstickung hier. Und dieselbe wiederholt sich hier an der Hose. Es hat Taschen, was ich immer super wichtig finde, weil ich sticke mir immer irgendwas ein. Und unten auch einen Bund. Es ist wirklich ein super bequemes Set, in dem ich wirklich lebe, weil es super weich ist und gemütlich. Genau, und ich zeige euch jetzt mal, wie ich es umstyle, wenn es dann doch mal bei mir etwas schicker sein soll. So, und jetzt sind wir auch schon beim ersten abgewandelten Style. Und zwar ist das jetzt die schickere Variation. Und wie gesagt, ich habe jetzt einfach noch eine Weste dazu kombiniert. Die ist von Massimo Dutti, super weich und ich glaube aktuell. Und ein weißes Basic-Shirt von And Other Stories und habe den Pullover einfach drüber gelegt. Man kann den Pullover auch einfach hier nochmal verknoten, wenn man möchte, finde ich auch immer ganz schön. Und ja, das ist auf jeden Fall meine schickere Kombination. Würde ich jetzt, wenn ich rausgehe, mit meinen weißen Wires kombinieren. Die habe ich euch aber auch schon auf einigen Blogposts gezeigt. Kann ich hier nochmal verlinken. Und ja, wenn man den Pullover abnimmt, sieht das Ganze dann so aus. Gefällt mir halt auch richtig gut, weil die Töne sehr ähnlich sind und in einem sehr harmonischen und hellen Spektrum. Und die Weste, die gefällt mir auch richtig gut. Die hat hier an der Schulter noch so goldene Details. Einfach super schön. Genau, und das ist mein Style, wenn ich mich dann doch mal etwas schicker fühlen möchte. Und weiter geht's mit dem zweiten Teil, einem wunderschönen Waldgrün. Ich liebe diese Farbe und ich habe gerade festgestellt, sie passt perfekt zu meinem Kissen im Hintergrund, zu dem ich mich dann auch gesellen werde. Später, heute Abend zumindest. Genau, und wie gesagt, ein Set in einem wunderschönen Waldgrün. Das Oberteil hat einen Stehkragen, ist Crop-Top geschnitten, ist mit einer Art Fließmaterial, sehr dünn. Und die Hose hat einen extrem hohen Bund. Darunter trage ich übrigens einen Body von Lelün, den ich sehr liebe. Auch wieder eine Kordel zum Einstellen. Taschen, ganz wichtig. Hier ist Lilly auch immer dabei. Und unten auch wieder mit Bund. Und ich finde diese Kombination mit diesen weiß-roten Socken richtig lustig. Deswegen seht ihr auch gerade das Bündchen unten nicht. Genau. Und ich zeige euch jetzt nochmal, wie ich diesen Style am besten mixe. Hand aufs Herz, wer von euch kann sich noch an das Thema Color Blocking oder Mix and Match im Modetrendbereich erinnern? Wie gesagt, ist zwar schon einige Jahre her, aber wenn ich mir diesen Look so angucke, bin ich auf jeden Fall wieder voll in diesem Fieber.
Ich habe jetzt einen olivgrünen Pullover zu meiner waldgrünen Loungewear-Hose kombiniert. Ich finde, die Kombi wirkt auch etwas spannender, nicht ganz so unimäßig und langweilig und ist halt einfach so ein bisschen Eyecatcher. Genau. Ich könnte mir den Look auch sehr gut mit einem Blazer vorstellen. Das ist dann wieder eine etwas schickere Variante. Ob ich jetzt hier auf diesem Mix- und Match-Style diesen Blazer, den ich euch gleich zeige, kombinieren würde, weiß ich nicht, weil ich finde, es dann ist schon wirklich mutig und Richtung Color Blocking. Aber zu dem waldgrünen Style würde auf jeden Fall sehr gut passen. Et voilà und zurück und mit meinem liebsten Blazer in Karo Optik. Genau, und ich finde, der ergänzt diesen Look einfach richtig cool. Um ihn euch nochmal nahe zu zeigen. Ja, auch dadurch, dass hier so ein Weinrot eingearbeitet ist. Ja, ich denke, richtig, richtig cool. Genau. Ja, also wie gesagt, wer nochmal an einer schickeren Variante interessiert ist, ich finde halt auch, kann man auch so tragen und dazu vielleicht auch ein paar schwarze Sneakers. Genau, wäre auch eine Option. Und jetzt sind wir auch schon bei Set Nummer 3. Den Pullover habe ich euch eben schon gezeigt in einem wunderschönen Olivton und passend dazu die Loungewear-Hose wieder mit Taschen. Ohne geht bei mir einfach nicht. Kordelzug hat auch einen relativ hohen Bund und dazu habe ich meine Socken von Grubenhelden kombiniert. Finde ich wirklich richtig nice. Und übrigens auch ein nachhaltiges Brand. Falls ihr auf der Suche nach nachhaltiger Mode seid, kann ich euch nur ans Herz legen. Und ja, ich habe den Look etwas locker kombiniert, habe eine lose Schlaufe gebunden. Und wer solche Loungewear-Styles etwas schicker kombinieren möchte, den empfehle ich halt auch immer Schmuck, weil ich finde, das wertet ein Outfit immer auf. Da kann man nichts verkehrt machen. Genau, und wie gesagt, auch eine richtig schöne Farbe und ein richtig bequemes Set, mit dem es sich aushalten lässt und in dem man sich auch irgendwie auf den Frühling freut. Also ich finde, das ist auch eine richtig schöne Frühlingsfarbe. Zaubert gleich etwas Stimmung in den tristen Alltag, der gerade herrscht. Ja, genau. Und ich zeige euch jetzt nochmal schnell, wie ich das Set kombinieren würde, wenn ich außer Haus gehe. So, und jetzt habe ich nochmal schnell das olivgrüne Set mit einer mega warmen Daunenjacke kombiniert. Die ist von super dry und mega warm. Und ja, möchte ich nicht mehr missen, wenn es wirklich richtig kalt ist. Es ist die perfekte Jacke. Genau, und ich finde halt, die passt wie das Faust, wie die Faust aufs Auge. Wie das Faust, ja. Ich und meine Sprichwörter, immer richtig lustig. Ja. Wie gesagt, passt wirklich super gut farblich zu dem Loungewear-Set und genauso würde ich das auch tragen, wenn ich mal außer Haus gehe und nicht frieren möchte, weil ich derzeit sehr viel an der frischen Luft bin und da finde ich, ist eine warme Jacke auch das Essential schlechthin, das man haben sollte. Genau, wie gesagt, das ist nochmal der Look und ja. Kann man tragen, würde ich sagen. So schnell kann es gehen und wir sind schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen 3 Loungewear-Styles inspirieren. Wenn ihr mich jetzt fragt, Jessie, was ist denn dein liebster Style, würde ich sagen, dieser hier. Der ist einfach ich, der ist sportlich, der ist elegant, ich mag die Farbe. Ich trage den einfach in letzter Zeit ununterbrochen. Und ja, verratet mir doch gerne, welcher der 3 Looks euch inspiriert hat oder welchen ihr am besten findet. In dem Sinne sehen wir uns am Sonntag wieder, diesmal mit einem Vlog und bleibt gesund und bis Sonntag.